Mein Gott, früher waren das noch Zeiten. Mir ist noch beigebracht worden, wie man einen Knopf annäht, dass man freundlich Grüß Gott sagt, wenn man jemanden trifft. Und ich kann auch noch Kopfrechnen. Die Kinder von heute haben einen Taschenrechner und ein Smartphone. Handarbeit ist ein Fremdwort. Und man fragt sich, wie sollen die denn durchs Leben kommen? Und man fragt sich auch, wer hat denn da versagt? Die Schule? Oder die Eltern oder beide. Alle sind sich einig, die Kinder sollen wieder mehr fürs Leben lernen. Aber wo und wie? Diese beiden Frauen haben Großes vor. Es geht um das Wohl kommender Generationen. Ihre Mission führt sie an die Ismaninger Grundschule. Johanna Heigl und Jutta Löbert werden bereits erwartet. Das ist jetzt Quark. Und aus was besteht denn der Quark jetzt wieder? Aus der Milch. Die beiden kommen vom Bauernhof. Ihr Wissen wollen sie weitergeben im Projekt Landfrauen machen Schule. Weißt du, was Stroh ist? Das ist vielleicht ja auch getrocknete Wiese. Also ich glaube, das ist auch so was Ähnliches wie Heu. Also was ich durchaus schon erlebt habe, beispielsweise ein Kind, als das Projekt über Gemüse ging, dass ein Kind zu mir gesagt hat, ich habe noch nie eine Gelbrübe gegessen. War ihm also vollkommen neu, vollkommen fremd. Und was mir auch auffällt, dass der Umgang beispielsweise, wenn wir Gemüse schneiden mit Messer etc., dass da der Umgang wirklich sehr schwierig ist. Scheitern Kinder bald am Alltäglichen? Die Landfrauen wollen das nicht länger mit ansehen und fordern nicht weniger als ein neues Schulfach. Verpflichtend für alle von der 1. bis zur 10. Klasse. Der klingende Name: Alltags- und Lebensökonomie. Früher war das so, dass man einfach in der Familie sehr viel mitgekriegt hat und da viel Alltagskompetenz auch vermittelt worden ist. Oder die Oma dann hergegangen ist und hat mit den Kindern was gemacht. Und heute? Alles weg? Wie steht es um die Alltagskompetenz der jungen Leute? Wir machen den Test. Wäsche waschen und Küchenkräuter. Ich sag 85 Grad. 35, 30, keine Ahnung. 60. Ich kriege mich überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Auf jeden Fall nicht zu heiß. Also vielleicht so 40, ja, so. 40, ja. Okay, man kann ja reinschauen, gell? Ist ja, irgendwo steht's doch, oder? Da, ja. Schau. Handwaschen, okay. Noch weniger, noch genau. Weniger. Keine Ahnung. Brennnessel. Irgendein Gras. Eine Art von Basilikum, oder? Oregano. Nee. Nein, alles falsch. Richtig gewesen wäre. Minze. Genau, Pfefferminz. Wie heißt es? Okay, der Bedarf wäre da. Aber ist das noch zeitgemäß, eine Art Hauswirtschaftsunterricht? Schauen wir mal, was heute alles geboten ist. Ja, sagen die Landfrauen, ist es. Und dabei soll es bei weitem nicht nur um Kochen oder Waschen gehen. Das neue Schulfach spare uns allen viel Geld. Es ist ja so, dass zum Beispiel in der Ernährung sehr, sehr viel Defizite sind, gerade was die Gesundheit auch anbelangt, dieses Zusammenspiel, das kennen die Leute gar nicht mehr. Oder wir fordern ja auch, dass zum Beispiel ein bisschen ein Verbraucherdenken wieder einsetzt, ein Konsumdenken einsetzt bei den Leuten, das sprich einen Einkauf dann genau beobachten oder auch, welche Pflichten habe ich als Verbraucher, welche Rechte habe ich als Verbraucher. Doch im Bayerischen Kultusministerium hält man wenig von einem Schulfach Alltags- und Lebensökonomie. Man muss immer die Gegenfrage stellen, welches ordentliche Unterrichtsfach soll aus dem Stundenplan genommen werden, um stattdessen ein neues anzubieten. Die Belastung, die Stundentafeln für unsere jungen Leute sind sehr dicht. Insofern verstehe ich eine Querschnittsaufgabe und eine entsprechende Anordnung eines Themas auch über die Schularten hinweg als den richtigen Weg. Also in jedem Fach nur ein bisschen Lebensökonomie?
wenig. Ihnen geht es darum, den Unterricht insgesamt alltagstauglicher zu machen. Viele Kinder beschweren sich ja, dass sie sagen, es ist der Unterrichtsstoff einfach so kompakt und so viel, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie das Ganze verarbeiten oder lernen sollen. Und ich denke mal, das merkt man auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz einfach sagen darf, Kopfrechnen. Viele Kinder können halt nicht mehr Kopfrechnen, irgendwas überschlagen. Das fällt denen wahnsinnig schwer, weil die gar keine Zeit mehr haben, das im Unterricht wirklich zu üben. Die Bäuerinnen wollen nicht locker lassen. Dabei sind sie mit ihrer Forderung nach einem eigenen Unterrichtsfach schon mal gescheitert. Vor 10 Jahren. Sie hatten damals knapp 75.000 Unterschriften zusammen. Aber dann ist die ganze Aktion irgendwie versandet. Das soll nicht wieder passieren. Auf dem Bauernmarkt in Vaterstetten rühren sie die Werbetrommel und sammeln Unterschriften. Und fast jeder unterschreibt. Dieses Mal wollen die Frauen ihr Ziel erreichen. Möglicherweise hilft ja das Wahljahr. Und wer weiß, am Ende sieht der Minister vielleicht ja doch noch die Notwendigkeit. Wie warm muss man denn das waschen? Das ist Wolle, maximal 40 Grad. Mhm. Ich habe nämlich einmal irgend so einen Puppenfetzen selber gewaschen mit 90 Grad oder was. Das war hinterher, dass ich das überlebt habe, war ein Wunder. Ne? Da schau einer an, der Herr Kultusminister hat schon mal gewaschen und es ist schief gegangen. Da müsste er doch eigentlich dieses neue Unterrichtsfach befürworten. Tut er aber nicht. Momentan werden die bayerischen Bäuerinnen von der SPD und von den Freien Wählern unterstützt und die CSU ist gegen die Bäuerinnen. Und das in einem Wahljahr, das kann ja noch spannend werden.